Das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung einer Skizze eines Laptops. Am Bildschirm werden die Wörter Kommunikation, Kooperation und Kollaboration eingeblendet. In diesem abschließenden Modul geht es um die Nutzung von Medien für den Unterricht. Dieses Video behandelt das Thema Kommunikation, Kooperation und Kollaboration mit digitalen Medien. Gerhard Brandhofer vor der Kulisse einer Skyline ist am Bildschirm des Laptops zu sehen. Mit Hilfe von Webkommunikationstechnologien ist es sehr leicht möglich, einen Experten oder eine Expertin virtuell ins Klassenzimmer zu bringen. Einblendung der Website Skype Classroom. So gibt es beispielsweise mit Skype Classroom ein Netzwerk von Lehrenden weltweit. Wenn man aktuelle Informationen über für uns entlegene Gegenden der Welt benötigt, kann man sich live mit Personen aus diesen Teilen der Welt verbinden. Man kann sich aber auch den Experten und die Expertin ins Klassenzimmer holen. Und auch Schülerinnen und Schüler können mit einer Webkonferenzsoftware direkt miteinander kommunizieren und sich austauschen. Apropos entlegen. Hier sehen wir eine Live-Schaltung zu Stefan Schmidt nach Obermackersdorf im Retzerland Niederösterreich. Stefan Schmidt und im Hintergrund ein Weinberg ist eingeblendet. Neben dieser Möglichkeit der Kommunikation im Klassenzimmer, im Unterricht, ist auch die Bearbeitung von Dokumenten zeitgleich über das Internet möglich. Einblendung der Folie Kommunikation im Internet. Welches Tool man für die Kommunikation verwendet, ist abhängig von der Länge und der meist damit einhergehenden Frequenz sowie der Öffentlichkeit der Nachrichten. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Dienste und Anwendungen und deren spezifischen Chancen sowie Besonderheiten ist eine Einteilung nicht immer leicht. Einblendung einer Grafik mit 4 Zellen, wobei die Y-Achse die Öffentlichkeit von privat bis öffentlich beschreibt. Die X-Achse bezeichnet die Länge von lang bis kurz. Betrachtet man die Pole Öffentlichkeit und Länge, so entsteht folgendes Bild, indem man die Möglichkeiten, Dienste, Tools auf Basis deren Spezifika darstellen kann. Die eingeblendete Grafik wird folgendermaßen befüllt. Blog ist im Bereich öffentlich und lang, Microblogging öffentlich und kurz, E-Mail unter privat und lang, Messenger wird privat und kurz zugeordnet. So werden E-Mails hier links unten eingeordnet. Der Empfänger, die Empfängerin bzw. die Gruppe der Empfängerinnen und Empfänger kann festgelegt werden. Man hat keine Zeichenbeschränkung und Barzähler-Dialog ist hier möglich. Ein Blog hingegen ist in der Regel öffentlich. Das Wort ist ein Akronym aus Web und Log, also ein öffentliches Tagebuch im Internet, meist zu bestimmten Themen. Auch hier gibt es keine Längenbeschränkung. Microblogging ist die Kurzform davon. Der bekannteste Microblogging-Dienst ist Twitter. Hier sendet man sprichwörtlich eine SMS an die Welt. Lange Zeit hatte man nur 140 Zeichen, mittlerweile stehen 280 Zeichen pro Nachricht, dem sogenannten Tweet, zur Verfügung. Es herrscht eine hohe Frequenz an Nachrichten, lautes Gezwitscher, wenn man so möchte. Auch Instagram ist eine Art Foto-Microblogging-Dienst. Und als eher kurz und dennoch privat können Messenger-Dienste bezeichnet werden. Die Empfängerinnen bzw. Gruppen können dabei festgelegt werden. Spannend ist hier die Mischung aus synchroner und asynchroner Kommunikation. Natürlich gibt es Dienste, die lassen sich nicht so klar zuteilen. In der Grafik wird zwischen Blog und E-Mail ein farblich markierter Block mit Foren und Foreneinträge eingeschoben. Foren in Communities beispielsweise sind halböffentlich. Die Adressatinnen, Adressaten werden nicht bestimmt. Die Gruppe ist in der Regel geschlossen. Schwieriger einzuteilen sind auch große Plattformen. Der Block Social Media Plattformen wird in die Mitte der Grafik eingeblendet. Zusätzlich wird der Text unterschiedliche Möglichkeiten angezeigt. Diese bieten unterschiedliche Formen der Kommunikation. Diese müsste man dann separat zuteilen. Ein farblich hervorgehobener Block mit Videotelefonie wird zwischen E-Mail und Messenger in der Grafik eingeblendet. Die Eingliederung von Videotelefonie hier ist zwar möglich, wobei der wesentliche Vorteil dieser Kommunikation über das Internet
nicht ganz nach vorgekehrt wird. Skype, Google Hangout und Co. sind vor allem wegen der synchronen Live-Kommunikation besonders wertvoll und werden gerne für Online-Meetings eingesetzt. Gerhard Brandhofer steht vor einer Kreidetafel. Damit sollte klar sein, wie man digitale Medien zur Kommunikation nutzen kann und das auch sehr kostengünstig mit entlegenen Gegenden der Welt. Was ist aber der Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration? Sowohl Kooperation als auch Kollaboration bezeichnen Arten der Zusammenarbeit. Wenn man sich die Sache genauer ansieht, so lassen sich die beiden Begriffe doch deutlich trennen. Bei einer Kooperation arbeiten Personen separat an unterschiedlichen Teilen einer Aufgabe. Durch die Arbeitsteilung kann die Arbeit parallel stattfinden. Kollaboration dagegen bezeichnet die gemeinsame Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Gruppe. Durch das interaktive Teilen und Diskutieren entsteht ein neues Verständnis des Problems und seiner Lösung. Einblendung der Website www.medienpad.de. Eine einfache Möglichkeit, gemeinsam gleichzeitig und ortsunabhängig an einem Text zu arbeiten, ist das Medienpad. Einfach bedeutet aber auch, dass es im Funktionsumfang sehr eingeschränkt ist. Einblendung der Website www.padlet.com. Mit Padlet können virtuelle Pinnwände erstellt werden, auf die je nach Freigabeeinstellungen mehrere Personen ihre Notizen hinterlassen können. Hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten bereits wesentlich höher. Einblendung von Google Docs. Google Docs ist der Klassiker zum Erstellen kollaborativer Dokumente. Die Freigabemöglichkeiten und der Funktionsumfang lassen keine Wünsche offen. Einzelne Personen können zum Lesen, Bearbeiten oder Kommentieren eingeladen werden. Gleiches gilt für Office 365. Und schließlich kann man mit Twidler nicht nur kollaborativ schreiben, sondern auch zeichnen. Die Website www.twidler.com wird eingeblendet. Die Freigabe erfolgt über den Link zum Whiteboard. Auch wenn in der Theorie die Trennung zwischen Kooperation und Kollaboration eindeutig ist, verschwimmen die Grenzen dieser beiden Formen der Zusammenarbeit bei immer mehr Tools und Anwendungen im Internet. Einblendung der Website www.trello.com. Wenn wir uns beispielsweise das webbasierte Projektmanagement-Tool Trello ansehen, dann merkt man, dass man hier einzelne Teilprojekte, sogenannte Listen, definieren kann und Gruppen kooperativ an einzelnen Teilaufgaben, das sind die sogenannten Karten hier, arbeiten. Dennoch besteht die Möglichkeit, übergreifend zu wirken und als Team oder mit allen Menschen, die möchten und können, sich hier kollaborativ zu betätigen. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Die Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.